Moin Leute, wir sind zurück hier an unserem ausgesuchten Tonsee zu unserem zweiten Teil unserer Tonsee-Reihe. Oder kann man das schon Reihe nennen, wie auch immer. Wir sind wieder draußen, jetzt hier, wie angekündigt, dieses Mal wirklich zu einer Karpfen-Session. So wie wir, was wir halt am liebsten machen. Ich wollte euch gerne mal ein bisschen kurz erstmal abholen, ein bisschen Hintergründe geben, warum dieses Gewässer überhaupt. Ein paar Infos habe ich über das Gewässer auch herausgefunden, wie, was habt ihr von dem Film zu erwarten. Also die Situation ist so, wir waren hier mal vor 2 Jahren angeln und haben da auch schon festgestellt, es ist auf jeden Fall nicht der einfachste See. Ne? Aber wir haben Fische gefangen und die sahen einfach wunderschön aus. Also ich liebe einfach diese Fische, die diese extrem dunkle Färbung haben. Und das Gewässer ist ziemlich klar und dadurch haben wir Fische gefangen, die wirklich fast komplett schwarze Rücken hatten. Und ich dachte, ich muss hier nochmal hin einen dieser geilen Fische rausziehen. Ich will einfach gerne einmal so einen dieser richtig dunklen Fische fangen und möglichst in groß. Das ist der Antrieb und die Hürde, wie gesagt, ist, es ist auf jeden Fall nicht das einfachste Gewässer. Und es wird auch definitiv kein Film hier wie Italien, wo wir die ganze Zeit einen Run nach dem anderen haben. Denn es ist schwierig, das haben wir schon festgestellt. Und ich habe auch vorne einen netten Kerl getroffen vom Verein hier, der hat mir so ein bisschen erzählt, der See hat so um die 40 Hektar und hier wird halt im Jahr 200 Kilo Karpfen besetzt. Das sind 100 Fische. Über die Jahre passiert mit den Fischen ja Verschiedenes. Ein paar Kormorane sind vielleicht unterwegs, wer weiß, aber es bleiben auf jeden Fall nicht so viel übrig. Und so ist auch dieser See. Es gibt super schöne Schleien, die Fische sind alle wunderschön gefärbt und entsprechend auch wunderschöne Karpfen. Und das Ziel hier wird tatsächlich sein, einfach ein oder zwei dieser richtig geilen Fische rauszuziehen. Und wir werden unser Bestes daran legen, das hinzukriegen. Zu unserer Strategie dieses Mal. Wie ihr gesehen habt, in dem Allround-Video waren wir hier und haben hier Futterplätze angelegt. Normalerweise fahren wir meistens los an ein neues Gewässer, ohne vorgefüttert, ohne nichts und angeln dort einfach los, stellen unsere Fallen, probieren ein bisschen aus und angeln uns so rein. Ich wollte gern mal eine Angeltour machen, auch mit angelegten Futterplätzen, weil so wird ja auch oft geangelt und dementsprechend haben wir sozusagen unsere Allround-Tour gemacht. Ich bin hier mit dem Boot rumgefahren, habe 4 schöne Stellen gesucht. Wir sind hier zusammen mit Marcel und gleich kommt noch mein guter alter Freund Thomas. Das ist ein Mensch, den kenne ich seit 20 Jahren schon, der ein guter alter Freund, kennt auch eigentlich Fischsturm seit der Entwicklungsgeschichte. Er hat wirklich schon mit mir damals noch in meinem Wohnzimmer gesessen und händisch da mit einem Kasten Bier und 10 Leuten die Kisten gepackt, so als das alles losging. Also ist er auch von Anfang an schon dabei. Der kommt dann an, dann werden wir ihn gleich mal ein bisschen einführen und euch vorstellen, wer Thomas eigentlich ist. Und ja, wie gesagt, dann haben wir 4 Stellen gesucht, 4 Routen in diesem See. Man kann hier noch in den anderen Bereich angeln, da macht Marcel eher so ein bisschen die Fallenstrategie. Und wir werden euch dann auch weiter genauer erzählen, wie wir hier gefüttert haben, was wir uns so ausgedacht haben. Wir haben ganz verschiedene Futterstrategien für die einzelnen Plätze gefahren. Und ja, dann wird es in diesem Video auch darum gehen, auch nochmal zu sagen, es ist sozusagen tendenziell eher ein Low-Stock-Gewässer, aber ein wahnsinniger Angeldruck trotzdem. Und da muss man sich dann natürlich auch immer sehr stark anpassen und muss versuchen, irgendwie ein bisschen anders zu angeln als der Rest. Und ja, ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei diesem kleinen neuen Fischsturm-Film. Und ja, alles Weitere kommt jetzt. Moin Thomas. Hi. Hey, was erwartest du hier? Ich freue mich auf jeden Fall super doll, dass du da bist und wir immer wieder schön zusammen angeln. Mit diesem Menschen habe ich, glaube ich, echt schon so meine ersten Angeltrips damals noch so richtig als Plumpsangler mit Würmchenrute und wie wir ausgerastet sind, wenn der schöne 30er, 40 cm, also 30er, nicht 30 Pfund, sondern 30 oder 40 cm Karpfen auf die Würmchenrute gebissen haben und wir da im Dreieck gesprungen sind an unserem kleinen Badesee damals. Das waren schöne Zeiten, oder Thomas? Auf jeden Fall. Du warst der erste Mensch tatsächlich, der mir mal ein Boilie, also der mit Boilies bei mir angekommen ist. Und dann haben wir noch überhaupt nicht gewusst, wie das funktioniert. Haben wir die nicht noch damals auf die Haken aufgespießt? Nee, ich habe von meiner Mutter Zwirn geklaut. Das, da erinnert mich heute noch dran, um mit dem Zwirn, um mit richtigem Nähzwirn ein Haar zu binden. Also nicht hier mit No Knot und so weiter, sondern mit Zwirn. Ne? Und jetzt werden wir hier mal ein paar Tage an diesem wunderschönen See versuchen, mal so eine Beauty Queen rauszuzaubern. Eine richtig schöne Mutti. Auf jeden Fall wird die Panda Ferry hier heute das ein oder andere Mal raus
fahren. Wir werden jetzt auch gleich mal zusammen Strategiebesprechung machen. Wir haben nämlich schön mit der Unterwasserkamera unsere Futterplätze abgefilmt, aber dazu erfahrt ihr gleich auch nochmal mehr. Der Thomas ist gerade angekommen, baut jetzt hier erstmal seine Routen auf und ich wollte euch mal was zeigen, weil ich finde es tatsächlich beeindruckend. Guckt euch einfach mal seine Tacklebox an. Seine Rigbox meine ich. Ist doch mal eine krass geordnete Box, was der hier alles drin hat. Ne? Hier hat er schön schon vorbereitet seine Mikro-Pop-Up-Rigs für Shot-Rig. Dann hat er hier IQD-Rig gebunden. Dann hat er hier drüben einfach weiche Materialien, verschiedenes in allen möglichen Ausführungen. Also ich würde sagen, Thomas ist auf jeden Fall im Vergleich zu mir der Tackle King, weil ich habe immer so drei Haken in meiner Rigbox und dann bin ich live vor Ort, wenn ich weiß, was ich machen will, meine Haken. Aber es ist auch auf jeden Fall eine Herangehensweise. Ich zeige euch das nur noch mal kurz, weil ein zweiter Inhaltspunkt. Wir versuchen natürlich für euch ein paar schöne Emotionen und schöne Bilder einzufangen und hoffentlich auch einen Fisch zu fangen, weil, wie gesagt, ich will diese geile Black Beauty hier auf meiner Matte haben. Aber das wird ein inhaltlicher Punkt auch dieses Videos. Wir werden versuchen, die Strategie immer ein bisschen anzupassen und zu ändern, solange bis wir erfolgreich sind. Also das heißt, das wird mal neben dem Futterplatz legen, mal verschiedene Rigs ausprobieren, teilweise auch mal zwischen die Futterplätze ins Nimmermannsland. Alter, Nimmermannsland legen. Und das wird ein Teil, dass wir euch sozusagen jeden Tag ein bisschen vorstellen, wie wir diese Nacht oder die kommenden 24 Stunden angeln. Und ja, da habt ihr hier schon mal auf jeden Fall einen Kollegen, der schon verschiedene Rigs bauen kann. Hier die Routen klar für die zweite Nacht. Die erste Nacht lief leider noch nichts. Wie gesagt, ein bisschen schwierig hier, aber ich habe auch ehrlich gesagt einfach mal ein bisschen experimentiert. Ich habe an die eine Route so eine Schnecke rangehangen. Habt ihr bestimmt auch schon mal von gehört. Ich probiere sowas ganz gerne aus. Auf die andere Route hatte ich einen Pop-Up dran, einen kleinen 15 mm. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, eigentlich ist es auch sinnvoll. Auch Marcel hat mir das auch nochmal erzählt und wir haben darüber geredet. Ich habe jetzt hier quasi die Fische 10 Tage dran gewöhnt an eine gewisse Futtersorte und dann ist eigentlich auch das Sinnvollste einfach genau das zu angeln, woran sie gewöhnt sind. Deswegen habe ich jetzt hier nochmal ein neues Rig gebaut. Könnt ihr euch ja mal hier angucken. So, wie man hier sieht, ist jetzt kein krasses Hightech-Rig an dieser Stelle. Es ist einfach ein Blowback-Rig mit so einem Ring auf dem Hakenschenkel. Manchmal liegt der Teufel im Detail und ich habe jetzt ein paar Details geändert. Ich bin normalerweise ein Fan von richtig fetten Haken, so 4er, 2er Haken oft. Und wenn die Fische hier sehr, sehr vorsichtig sind, habe ich jetzt halt zum Beispiel als ein Detail wirklich mal nur einen 6er Haken genommen und auch einen ganz kleinen Schrumpfschlauch, dass dieser Haken möglichst klein gemacht ist, unauffällig ist. Der zweite Detail, was ich gemacht habe, ich habe zwischen meinem Tangstengewicht, also ich habe ein sehr langes Vorfach, das ist für mich auch schon sehr lang, obwohl wir mit den Steinen tendenziell länger angeln, weil ich da auch nochmal Platz lassen wollte und ich habe mir angewöhnt, oft so ein Tangstengewicht drauf zu machen. Normalerweise würde ich es vielleicht so in der Mitte dieser Distanz hinmachen, aber ich dachte mir, mit dem kleinen Haken, mit dem Boilie, wenn ja ein größerer Fisch das einsaugt und ihr wisst vielleicht die riesen Mäuler, die diese Fische haben, hat es noch ein bisschen mehr Zeit, also er kann es tiefer einsaugen, bevor dieser Hakeffekt durch das Tangsten kommt. Dann soll er aber ganz klar kommen, deswegen habe ich hier auch ein größeres Tangstengewicht drauf gemacht. Durch unsere Unterwasserkameraaufnahmen haben wir gesehen, dass es total sinnvoll ist, helle Vorfächer zu nehmen bei diesem hellen Boden. Ich würde tendenziell auch immer eher dunklere Farben verwenden und natürlich perfekt für diese ganze Situation hier unsere neue Farbe Sandy. Passt tatsächlich genau zu diesem kiesigen Untergrund. Richtig ideal. Und wenn man jetzt hier diese Gewichte, also diese Farben sich einmal anguckt, also ihr müsst euch vorstellen, es wird dann, ist ja dann nass, ist es für mich halt hier die Traumfarbe. An dieser Stelle auch wieder den Stein hochkant einspannen. Ich, wie gesagt, fixiere hier den Gummi immer mit dem Finger, damit ich nicht so über die Löcher ziehe. Ziehe den hier einmal oben rüber. Und das hier ist jetzt an der Stelle zum Beispiel schon auch echt ein ordentlicher Klotz. Also der Stein hier wird locker 300 Gramm haben, wahrscheinlich eher in Richtung 400.
auf die hohe Kante legen. Der Stein kommt unten an, kann nur auf die Seite kippen. Und wenn ich das jetzt ein bisschen geführt ablasse, liegt quasi mein Vorfach so am Grund. Schön flach, alles in den Farben des Untergrundes. Und mal sehen, was dabei rauskommt. So Leute, eben auf der einen Route hier, die werfe ich. Ich mag das auch gerne. Wie gesagt, wir wollen ja die Routen mal ruhig liegen lassen, 48 Stunden. Die Wurfroute ist natürlich dann ganz entspannt. Die kann ich trotzdem mal neu auswerfen. Das macht nicht so einen Krach wie das Boot. Ich hole die mal kurz rein, will euch auch nochmal zeigen, bei dem Loop funktioniert das perfekt, wenn man die Steine zum Werfen einspannt, dass der Stein sofort auslöst beim Einkurbeln und ich dadurch auch die Hänger reduziere. Also ich mache halt einfach die Bremse fest. Nehme mit der Route Spannung auf und sobald ich den Stein spüre, ziehe ich einmal an und bups, ist er schon raus. Und ich kann ganz entspannt einkurbeln, habe keine Gefahr, dass er irgendwo hängt. Ich zeige euch gleich mal, wie die Montage heute Nacht aussah und ich will noch ein paar Details ändern, weil halt kein Fisch drauf ging. Das werde ich euch auch mal kurz erzählen. Jo, also, das ist hier meine Montage der Nacht. Und zwar ist das hier ein Stiff Rig im Prinzip, auch mit einem kleinen 6er Haken und einem 15 mm Pop-Up Boilie. Hier mit einem das Gelenk eingebaut, hier ein bisschen Tungsten drauf und den Sandy Loop dran mit einem Clip. Wir verwenden sehr gerne an der Stelle mal ein bisschen Werbung, weil die Jungs sind doch cool, die Poseidon Lab Clips. Weil die einfach für den Loop sehr, sehr straff sind und man kann sicher gehen, dass man hier dieses System nicht so schnell verliert. Deswegen, Jungs, Grüße an Poseidon. Außerdem kein Plastik. Kein Plastik, ja, stimmt. Sind Metallclips. Ich finde die sehr geil, also auch wenn man das hier aufmacht, das ist halt einfach wirklich so ein anderes System. Sind sehr cool gemacht, coole Idee, clevere Jungs auch einfach. Ja, ansonsten habe ich hier auf die Hauptschnur noch kleine Tungstengewichte schön längs aufgefädelt, damit sie jetzt beim Wurf nicht so viel Luftwiderstand haben. Aber ich wollte trotzdem sicher gehen, dass die ersten 2 Meter ganz fest auf dem Grund liegen. Und jetzt will ich das ein bisschen ändern, weil eben auch durch die Rücksprache mit Marcel so ich drauf auch nochmal gedacht habe, das stimmt schon, dass es ein bisschen komisch ist, wenn die ganze Zeit nur Sinker da liegen und auf einmal steht dazwischen ein Pop-Up. Ich wollte es eine Nacht versuchen, aber es kann halt auch die Fische misstrauisch machen. Ich habe 24er immer gefüttert, außer ein paar wenige 20er und ich werde trotzdem nur ein 20er Boilie jetzt ranmachen, aber eben ein Sinker, weil ich mir denke, wenn man groß füttert, kommen nicht so viele Fische auf den Platz. Aber ich kann vielleicht einen großen Fisch dazu anregen, der nur einen kleinen Happen mal sich reinhauen möchte, dass der diesen etwas kleineren Boilie leichter einsaugt, auch gerade wenn er mit dem Einsaugdruck von den 24ern gewohnt ist. Im Prinzip lasse ich das Rig jetzt genauso, nur baue oben auf ein 20er Sinker und ich zeige euch jetzt nochmal, wie man, wie ich dieses Rig baue. So, wie baue ich jetzt hier dieses Hinged Stiff Rig? Also ich brauche verschiedene Dinge. Erstens mal für das Hauptrig nehme ich einen Fluorocarbon, 50 mm jetzt hier an der Stelle. Ich habe hier was von Nash, geht aber verschiedenes, nur wurde mir hier gesagt, dass es auch sehr, sehr unauffällig ist. Dann habe ich einmal so einen Quarter Mouth Trap, das verwende ich ganz gerne für diesen letzten kleinen Abschnitt. Ich persönlich liebe Gamakatsu-Haken. Ich habe hier jetzt mich für die Vierergröße entschieden, weil ich, wie gesagt, ein bisschen vorsichtiger angeln möchte. Aber da ich da eh auf dem sehr befischten Plateau irgendwie bin und auch mit einem 20er Boiling Kombination, ich habe mich jetzt an dieser Stelle vom Gefühl mal für einen Vierer Gamakatsu-Snagger entschieden. Ich mag die Haken sehr, sehr gern. Dann kleinen Rig Ring, eigentlich auch die Firma egal. Ich brauche einen so ein Big Eye Ring Swivel oder ähnliches für dieses Rig und am Ende noch ein bisschen Tungsten. Ist halt echt eine teure Angelegenheit, aber ich denke mir, ehrlich gesagt, am Arsch. Ich habe ja auch genug Geld in Futter investiert, ob ich dann nochmal 10 Euro in ein gutes Rig investiere, macht für mich total Sinn. Ja, und einen Boilie-Stopper. Also, ich nehme erstmal einfach ein bisschen von diesem Fluorocarbon, schneid mir das ab. Ich nehme da auch lieber erstmal mal ein bisschen mehr, damit ich dann nicht am Ende irgendwie was zu kurz ist und ich justiere mir das dann am Ende nochmal nach, wenn ich dann die Schlaufe binde für den Quick Change.
Ja, und dann nehme ich jetzt hier erstmal meinen Big Eye Ring Swivel. Knote mit einem ganz normalen Knoten das hier an. Schön feucht machen. Das muss richtig schmatzen. Beim 50er, ich mache da immer so 7, 8 Wicklungen. Was ich bis jetzt so eher gehört habe, ist, je dicker, umso weniger Wicklungen sind eigentlich sinnvoll, weil es auch sich dann irgendwann nicht mehr richtig zieht. Und dann bin ich da auch immer sehr akribisch beim Festziehen. Also ich ziehe das immer noch mal hin und her, dann rutscht es da noch mal ein bisschen. Und erst wenn hier wirklich gar nichts mehr passiert, dann ist der Knoten für mich safe. Am Ende glätte ich das Fluo auch noch mal, zeige ich euch dann, wie ich das mache. Und dann schneide ich das Ende ab, so dass nur noch wirklich wenig übrig ist. Und brauche ich ein Feuerzeug und mache den Haken so richtig, den Knoten richtig klitschnass. Bedecke den Knoten komplett mit meinen Fingern, biege das Ende weg und senge das Ende hier ein bisschen an. Da muss man auch wirklich vorsichtig sein. Jetzt hier auch gerade, wenn Wind ist, normalerweise mache ich das im Zelt. Und dann entsteht hier ein kleiner Pilz, den ich mit dem Feuerzeug nochmal flach drücke. Und so kann ich sicher sein, selbst wenn der Haken rutscht, ist dieses Thema schon mal safe. Dann nehme ich mir das gute Quarter Morph Trap, weil es sich krass formen lässt. Also das kann man wirklich komplett in Form bringen, wie man will. Meinen Haken. Jetzt binde ich hiermit im Prinzip einfach ein D-Rig, was so funktioniert, dass ich von vorne durch die Öse das Ende schiebe. Ich lasse dann so, ja, weiß ich, 5 bis 10 cm hinten rausgucken. Dann binde ich den Haken mit einem ganz normalen No-Knot und wickel das hier rum. Ich würde sagen 6, 7 Mal, dann gebe ich auch eher einmal ein bisschen mehr und wieder von hinten nach vorne durch das Öhr. Dann ist quasi mein No-Knot oder No-Knot-Knoten schon fertig. So, und jetzt brauche ich einen meiner kleinen Rickringe. Also wie gesagt, dieses Quarter-Material bin ich im Prinzip einfach ein D-Rig. Ich nehme einen meiner Rickringe, ziehe den jetzt hier auf dieses überstehende Ende, was ich hier noch übrig habe, weil da kommt dann am Ende mein Boilie ran. So, und jetzt, das ist manchmal, gerade wenn man so Haken mit kleinen Öhren hat, ein bisschen tricky, da muss man mit Spannung die Schnur zur Seite ziehen. Ich stecke das Ende hier wieder durch und messe mir jetzt ab, wie groß mein D quasi sein soll. Also ich mache es tendenziell eher ein bisschen kleiner. Dann, wenn ich die Größe dieses Ds habe, dann schneide ich es im Prinzip ganz relativ knapp am Haken wirklich ab. Also lasse dann nur ein paar Millimeter frei, 5, 6 Millimeter. Ich ziehe es dann hier nochmal raus, nehme wieder mein Feuerzeug und schmore wieder einfach dieses Ende an. Wie gesagt, schwierig beim Feuermachen hier nicht die ganze Schnur zu verkohlen. Und dann habe ich hier diese schöne kleine Perle, die ich wieder flach drücke. Und wenn ich das jetzt hier rausziehe, habe ich hier schön mein D. Dann ist das soweit schon mal gut. Und jetzt kommt eigentlich der kniffligste Part an dieser Geschichte, nämlich wenn ich Pop-Up-Rigs baue, dann will ich ja wirklich hier nur so, also ich mag das, wenn die Pop-Ups wirklich nur ganz knapp oben stehen und man muss halt den Haken sehr, sehr klein binden. Ich würde jetzt, weil ich doch einen Sinker angel, das gar nicht so krass machen. Einfach ranknoten und die Schwierigkeit daran ist halt eigentlich tendenziell wirklich nur, wenn man dieses Stückchen jetzt hier ganz kurz kriegen will. Anfeuchten, ja, und dann einfach hier rumwickeln. Und das ist halt, wenn man das jetzt sehr kurz machen will, dann kriegt man hier quasi kaum genug Wicklung rum, dass es halt stabil genug ist. Man kann theoretisch locker das teilweise noch auf den Hakenschenkel raufwickeln und das dann da so runterziehen. So kann man dann noch ein bisschen Distanz sparen. Aber jetzt hier bei meinem Sinker will ich eh gerne noch ein bisschen mehr Platz haben. Von daher macht mich das jetzt hier nicht so heiß. Festziehen. Immer schön feucht machen, wirklich A und O. Ja, und dann ziehe ich beide innen gleichzeitig. Ja, könnte wahrscheinlich die Zahnärztin würde sich jetzt beschweren und sagen, das ist nicht so gut. Aber ja. Jo, und dann ist es das schon und man kann halt hier jetzt schön mit den Fingern die Rundung formen oder einen leichten Bogen formen, gerade jetzt so bei Pop-Ups-Rigs. Ich würde jetzt bei meinem Sinker diese gar nicht so doll formen. Aber ansonsten hier jetzt wirklich genau das Gleiche. Das Ende wieder abschneiden, mit dem Feuerzeug anschmoren. Dann hat man immer da noch diese extra Sicherheit, falls der Knoten rutschen sollte, dass dieser kleine Knubbel nicht durchrutscht. Und jetzt, nächster Schritt ist einfach, mir ein bisschen von meinem Tungsten zu nehmen. Da spare ich eigentlich auch eher nicht so sehr, aber hat jeder so seine Herangehensweise.
Dieses Tungsten wickele ich jetzt sozusagen um meinen Wirbel, um den Knoten, um, also an dieser Öse, dass es sozusagen auch gleich den Knoten noch ein bisschen schützt. Und die Öse, die Richtung Haken geht, die bleibt sozusagen frei, damit da auch dieser Dreheffekt und die Beweglichkeit weiterhin garantiert ist, gibt halt das nötige Hakgewicht. Und jetzt bei diesem Rig, wie gesagt, das kann ich werfen, weil alles auch sehr steif ist, aber ich habe eben dieses eine Gelenk, wenn dieses Rig auf dem Boden liegt quasi und der Fisch hier irgendwie rumwirbelt, dass es schon noch ein bisschen rumfliegen kann und nicht ganz so auffällig ist. Das war jetzt das Rig. Ich mache mir dann einfach in der Länge, die ich gerne hätte, noch eine Schlaufe rein in mein Quick Change und fertig. Hier befestige ich jetzt den Boilie, also ich mache das auch beim D-Rig. Jetzt auch verschiedene Sachen, man kann das da durchfädeln und mit einem Feuerzeug auch irgendwie anschmoren oder ähnliches. Jetzt habe ich hier meinen 20 mm weißen Boilie, den stecke ich auf meine Ködernadel. So, und jetzt nehme ich hier auch irgendwie am Ende man kann Zahnseide nehmen. Ich nehme zum Beispiel hier gerade ein Vorfachmaterial, was ich jetzt nicht mehr so oft verwende, weil ich mich da anders umorientiert habe. Mache eine Schlaufe, ziehe den Boilie auf die Schlaufe und fixiere das hier mit einem passenden weißen Stopper natürlich. Der Stopper wird dann reingezogen. An dem Ende, wo der Stopper sozusagen nicht sitzt, an dem Ende habe ich dann zwei Enden quasi. Und diese zwei Enden knote ich dann hier einfach an meinen Rigring und ich mache das da, wie gesagt, da gibt es verschiedene Versionen, wie man diesen Boilie befestigt. Ich habe mir das so angewöhnt, das habe ich tatsächlich, glaube ich, in Italien so gelernt. Wir hatten das vorher mal mit so einem Feuerzeug auch gemacht und ich fand das jetzt ziemlich easy so. Halt hier wirklich einfach mit, ich mache dann einfach drei ganz normale Knoten wie am Schnürsenkel. Jo, und am Ende ist es das jetzt. Das ist für mich eine Montage, die ich mit unserem Steinsystem super werfen kann, der ich vertraue, auf die ich schon gefangen habe, die sowohl als Pop-Up als auch für Sinker gut funktioniert. So sollte das einwandfrei funktionieren. Leute, das Rig habt ihr schon gesehen. Hier nochmal bloß quasi wieder der Loop, schön mit PVA gewickelt. Mittlerweile ist das bei mir wirklich ein totales Standardvorgehen. Ich mache das in einer Minute und es sieht auch mittlerweile meistens schick aus. Und jo, jetzt feuere ich die Ruder raus und dann geht es mal hier richtig steil. Ich habe mir das Wurfrohr schon bereitgelegt, weil ich finde es immer gut, wenn der Stein einschlägt, dann hat man direkt den Punkt und kann direkt auf diesem Punkt noch mit dem Wurfrohr ein paar Wellies hinterher feuern. Und dann sehen wir uns zum Fisch. Wir machen jetzt erstmal den Grill an, ich habe einen riesen Hunger. Ciao! Ja Leute, der Thomas kommt hier an und hat gerade einen Fisch im Drill, aber es sieht eher nach Brasse aus. Das ist ein Kescher. Ja. Abgedeckelt. Okay, oh. Wir machen drei Nüsse drauf. Aber das ist eine richtige Blei, Alter. Aber man sieht wieder, der Sip hat... Der Stein auch, bei einer Brasse wird der Stein schön rausgeschlagen und man kriegt ihn ein bisschen sicher mit. Ein richtig schöner Brassen. Ja, der schön. Thomas hier, der Bleienkönig am Start. Ja, ja, aber klar. Der erste Fisch und wo die rumschwimmen, schwimmen auch Karpfen rum. Ja. Und da sieht man mal, von den Fischen kommen auf jeden Fall diese kleinen Fresskrater, die wir gesehen haben. Also schöner Brassen und da schwimmt auch irgendwo ein Karpfen dazwischen. Mal sehen. Wie haben wir das jetzt hier eigentlich gemacht mit dem Vorfüttern? Wie gesagt, ist das für mich auch nicht so eine Standardherangehensweise. Wir sind oft eher fallenmäßig unterwegs, aber dieses Mal wollten wir mal ein bisschen eine gefütterte Tour machen. Genau, ich würde an dieser Stelle auch noch einmal sagen, so, ne, ich bin jetzt hier nicht der Erklärbär, der die Welt erklärt und sagt, so muss man angeln, um erfolgreich zu sein. Überhaupt nicht. Das Einzige, was ich mache, ist zu erzählen, wie wir es gemacht haben und wie wir es versuchen. Und dann seht ihr ja selber, ob wir damit erfolgreich sind oder nicht und könnt das natürlich auch selber bewerten und sagen, das ist ja totaler Scheiß, was ihr da macht oder sagen, das ist eine coole Idee. Also es ist einfach nur quasi eine Abbildung, eine Repräsentation unseres Angelns, wie wir das in verschiedenen Bedingungen immer wieder versuchen. Und
ja, wie gesagt, an dieser Stelle mal gefütterte Plätze. Wir sind angekommen an diesem Allround-Videodreh, haben am Freitag sozusagen hier 4 Stellen gefunden. Das ist einmal eine Stelle an der Schilfkante, die sehr stark abfällt, einmal eine Stelle auf der anderen gegenüberliegenden Uferseite an der Schilfkante mit einem umgestürzten Baum. Das ist einmal in der Mitte ein kleines Plateau, wo es von 4 Meter auf 3,30 Meter hochgeht. Eine sehr, sehr harte, steinige Stelle. Und davor fällt dann das wieder ab auf 3,80. Wird leicht weicher, aber eigentlich ist der ganze Bereich sehr fest. Und die 4. Stelle ist quasi an einem sehr, sehr steil aufsteigenden Kante, wo oben komplettes Krautfeld ist. Die Kante runter ist komplett besetzt mit Muscheln. Und genau unten am Kantenfuß hat man einen Streifen von 4 Meter ungefähr mit weichem Sand und dahinter geht dann auch schon wieder Kraut los. Also das sind so die 4 Stellen und wir haben im Prinzip am Freitag diese 4 Stellen uns ausgesucht. Ich habe auch direkt dann da gefüttert, jede Stelle aber ein bisschen unterschiedlich gefüttert und damit fange ich am besten mal an. Also ich habe sozusagen an dieser ganz steilen Kante unten an der Muschelbank habe ich mal eine Stelle mit Partikeln angelegt. Dort habe ich auch wirklich schon in Eimer Mais, Tigernüsse gemischt, ein bisschen Hanf hatten wir drin. Abgeladen am Freitag direkt. Dann habe ich das Plateau in der Mitte, weil ich denke, das ist ein Spot, der immer beangelt wird. Da habe ich so eine Art Futterboilie, einen relativ simplen Standardboilie und weiße 24er Boilies. Und habe da aber wirklich sehr groß gestreut. So, ich würde sagen, auf eine Fläche von 20 mal 10 Meter und habe da auch am Freitag gleich so 2 Kilo Boilies gefüttert ungefähr. Auf der Partikelstelle zum Beispiel dachte ich mal die Strategie zu fahren, wirklich kleinen Fisch anzulocken, da Attraktivität zu erzeugen, ganz viel Aufmerksamkeit, dass dadurch vielleicht Fische angelockt werden. Auf der Plateaustelle in der Mitte mit den weißen Boilies wollte ich versuchen, dass die Fische sich auf diese weißen Köder einsuchen, dass sie quasi erkennen, diese weißen Köder können wir hier in Ruhe fressen und irgendwann wirklich gezielt diese Köder suchen. Ja, und die anderen 2 Stellen, die mehr am Ufer sind, da habe ich diese 2 Sorten Boilies gefüttert. Also einmal einen ummantelten, fruchtig kräftigen und einen fischigen, sehr proteinreichen Boilie. Wenn ich so eine Futteraktion mache, was wir selten machen, aber dann will ich den Futterplatz kontrollieren. Und da haben wir uns wirklich eine Kamera geschnappt, haben diese Plätze nochmal auch nachgeguckt und geguckt, ob das Futter weg ist. Und hier, wenn das da eingeblendet wird, dann seht ihr auch, dass das Futter wirklich bis auf eine Stelle komplett verschwunden war. Auf der einen Stelle lagen noch ein paar Boilies rum. Und ja, man sieht auf diesen Futterplätzen auch, wie die unterschiedlichen Futterplätze unterschiedliche Effekte haben. Beispielsweise auf der Partikelstelle sind wir rumgefahren, haben halt gesehen diese krasse Muschelbank und unten sieht man ganz, ganz viele kleine Fresskrater sozusagen. Also man kann halt wirklich davon ausgehen, dass es selbstverständlich nach dem logischen Menschenverstand, aber auch belegt, dort viel Kleinfisch unterwegs war. Man sieht richtig so diese ganz kleinen, wie so ein Golfball, ganz zerfressene Landschaft, aber viele kleine Krater und ab und zu mal etwas Größeres, wo man vermuten kann, dass größere Fische da waren. Und auf den anderen Stellen, wo nur Boilies gefüttert wurden, sieht man auch schon ganz klar, dass da wirklich tiefere Krater sind, größere Stellen, wo die Tendenz, dass da größere Fische sind, auch wesentlich höher war. Was mir grundsätzlich gleich auch ein sehr gutes Startgefühl gibt, dass wir hier rausziehen aus diesem Gewässer, ist halt, dass wirklich eigentlich an allen Stellen richtig Bereiche waren, die komplett zerwühlt aussahen. Also es lag einmal ein Stock im Wasser und man sieht richtig an diesem Stock, wie der Sand da rangewühlt wurde und einmal ein richtiges Loch ist. Wahrscheinlich haben sich ein paar Boilies an diesem Stock gesammelt und die Fische haben das dann da weggefressen. Und das ist ja für mich schon mal ein gutes Zeichen. Es ist auch ein gutes Zeichen, dass es nicht zu viel Futter war, weil es immer wieder verschwunden ist. Und ja, das macht mich auf jeden Fall schon mal sehr zuversichtlich. Und wie gesagt, es ist hier nicht das Ziel, 20 Fische zu fangen. Das ist in diesem See, denke ich, nicht möglich. Ich glaube, das Ziel hier ist, wenn wir jeder einen schönen Fisch fangen, dann ist es das alles wert gewesen. Und deswegen bin ich gespannt, was wir euch hier noch präsentieren können. We'll be right back.
Schlittern letztes Mal so einen Spaß gemacht, dass wir die Route wieder ausgepackt haben. Und jetzt war hier ewig Ruhe. Und ich habe nur so Spaß gesagt, jetzt sind die dicken Fische am Platz. Und da kommt eine fette, geile Brache. Das macht halt auf dem Flieder schon richtig Spaß. Schön mit dem Loop auf den Stein gefangen. Tja, ne, Leute, da seht ihr, man kann auch mit einer Steinmontage ordentlich around angeln. Oh, Alter, die hat auch ein bisschen Bums, muss man sagen. Aber das war auch ein Biss, so wie man ihn braucht. Oh. Schön voll geschleimt alles. Oh, was für ein geiler Fisch auf dem Fieder, Alter. Jawoll. Geil, Leute, oder? Guckt euch mal diese schöne amtliche Brasse an. Auf dem Fieder macht das schon Spaß. Mit der Schlaufenmontage und dem Loop. Geiler Fisch, hat richtig Spaß gemacht. Weiter geht's. Wenn die auf dem Platz sind, dann geht jetzt die Party richtig ab. Moin Leute, so, um euch mal kurz abzuholen, was hier eigentlich so passiert ist. Wir haben jetzt noch immer nichts gefangen. Nee, stimmt, nichts gefangen, stimmt nicht. Wir haben was gefangen, wir haben eine Schleie gefangen und Brassen. Und dann haben wir uns entschieden gehabt, mal die Routen wirklich 48 Stunden hier liegen zu lassen, um mal zu gucken, was passiert. Heute Morgen aufgewacht und dachten so, ja scheiße, kein Fisch. Ja. Haben eine Route neu gemacht, auch festgestellt, dass an der einen Stelle noch die Boilies liegen, haben die umgelegt, wollten gerade die zweite Route von Thomas neu machen. Der hat heute Nacht einen Piepser, meint, er hat die Spitze angeguckt und nichts, gar nichts ist passiert und wir fahren raus, holen seine Schnur und haben das dran. Also ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier ist die Montage, der Köder und es ist einfach nur... Der Rest ist Schlagschnur. Hier ist irgendwo noch Hauptschnur drin, irgendwie. Dreimal rumgewickelt, alles fest. Nicht mehr gepiept, der Fisch ist damit mit dem Köder irgendwo hingefahren, nur nicht mehr an der Stelle, wo ich eigentlich angeln wollte. Mit der Katastrophe, dass ich jetzt erstmal eine Runde knepern kann. Also der Witz ist wirklich, wir sind rausgefahren, die Schnur hing in der Muschel und der muss genau so geschwommen sein. Also das hier haben wir 40 Meter vom Futterplatz entfernt gefunden. Und es ist halt wirklich, er muss eine Stunde um dieses Kraut geschwommen sein, dass ich habe so einen Fitz und so eine Einwicklung einfach noch nie gesehen. Also das ist wirklich verrückt und ein Piepser. Also das ist echt verrückt. Auf jeden Fall, Marcel hatte heute Morgen auch um 9:30 einen Run, hat einen Fisch dran gehabt. Der ist leider da, hat kurz Schnur genommen und ist dann leider ausgestiegen. Also wir sitzen immer noch blank auf Karpfen, aber wir sind näher am Fisch. Aber das ist total abgefahren, das habe ich selten gesehen und das ist einfach nicht den Missanzeiger auslöst. Also wir legen jetzt neu ab, machen ein bisschen was neu und melden uns wieder, wenn wir dann endlich einen Fisch präsentieren können. Ja, weil damit kannst du nichts angeln. Ne? Aber Marcel, was sagst du, wieder nicht unbedingt ein großer Karpfen, ne? Nee, auf jeden Fall ist das ein großer Karpfen. Das ist eher eine große Brasse. Also Leute, es ist hier wirklich nicht so easy. Marcel hat jetzt hier schon so ein bisschen den Fisch gefunden, beziehungsweise hatte schon einen Karpfen dran, hat ein paar Schleien und Brassen gefangen. Bei Thomas hat er gesehen, was los ist. Jetzt muss nur ich noch irgendwie hier die Lösung des Problems finden. Das Wasser schlägt hier auch gerade um, es wird windig, es soll auch regnen jetzt die Tage. Wieder eine dicke Brasse. Naja, Marcel hat zumindest den Brassenspot. Und der Stein hat ausgelöst. Schon nicht ganz ohne. Naja. Also beim Fiedern wäre das spitzenmäßig. Das stimmt allerdings. Alter. Wir haben hier den Megafisch im Drill. Marcel hat es wieder gerupft. Und
Die Route ist richtig krumm. Es geht hier richtig ab. Da ist er. Oh yes. Es kommt unter uns. Oh ja. Marcello, Alter, hier hat er einen reingehauen. Und die Route ist einfach im Weg gekommen. Also wir wollten euch die Futterplatzangelei ja zeigen. Und da das ja bisher so gut funktioniert hat, bin ich einfach mal vor 2 Tagen ein bisschen rumgefahren und habe die Fische, habe Satzer plus einen richtig guten Fisch, einen Spiegler, hinten in so einer kleinen Bucht gesehen. Und habe jetzt meine Route so weit wie es geht an diese Bucht rangelegt, habe dann gestern einen richtig guten Fisch noch verloren und wollte die Route jetzt eigentlich die ganze Zeit umlegen. Ich angel auch seit gestern Abend um 21 Uhr nur noch mit der einen Route. Aber bewusst, weil ich wollte mir die mit der anderen Route nicht totlegen. Und jetzt ist es, keine Ahnung, 16 Uhr oder so. Marcel wieder seinen eigenen Weg gegangen. Kriegst du noch, oder? Warte, ich krieg, so, jetzt. Maschine, dann hat es mal ganz kurz gebissen. Alter, willst du mich verarschen? Was ist das denn für ein Fisch? Der Schuppi aus dem Traumzauberland. Wahnsinn, ey, das ist so krass. Aus dem Schilf, aus den Pflanzen raus, kurz noch fest gewesen. Mit übelst der geilen Feinstrategie, Marcel, Wahnsinn. Guck dir diesen Fisch an. Nice, Marcel, richtig gut. Richtig gut. Tja, Leute, wir wollten euch noch mal kurz zeigen, wie ich jetzt hier meine Stellen gesucht habe. So habe ich hier so eine coole Maske. Die könnt ihr euch schön aufsetzen. Und dann wirkt das wie ein Aquascope. Allerdings nicht, dass ihr immer dieses sperrige Aquascope im Boot habt. Mit der Maske geht das genauso gut. Und ist im Sommer außerdem noch eine nette Erfrischung zusätzlich. Dann habe ich ja die Fische in der Bucht gesehen und bin so nah wie möglich an diese Bucht rangegangen. Und da habe ich mit der Maske dann auch nochmal das Schilf abgesucht und habe da einen Bereich gefunden, in dem wirklich große Kraterlöcher von Karpfen zu sehen waren. Das sind dann wirklich große Flächen, die fast schon wie ein gleichmäßiger Trichter aussehen und das ganze Zeug, die ganzen Stöckchen, die ganzen Muschelschalen fallen dann in diese kleinen Löcher rein und das kann man mit dieser Maske wunderbar finden. Ja, auch wieder mit deiner Feinstrategie, ne? Einfach. Genau, ich habe auch mit Hilfe der Maske habe ich meine Montage noch abgelegt. Da konnte ich mir mit der Maske speziell einen Platz suchen, wo ich meinen Stein echt in einem Loch praktisch platzieren konnte und mein Hakenköder daneben in ein Fraßloch reingefallen ist. Und das sind für mich optimale Voraussetzungen, um so einem klaren Gewässer vorsichtige Fische zu überlisten. Das hat gut funktioniert, dank dieser Maske. Ist auch nicht teuer. Kann man auch mal mit im Sommerurlaub nehmen oder so, mit einer Freundin oder mit einem Freund. Ja, manchmal sind es so eine kleinen Tricks und Tipps, ne? Die den Unterschied ausmachen. Ich bin jetzt hier meine Route mal abgegangen. Ich habe sie jetzt ein bisschen abseits vom Futterplatz gelegt, weil ich dachte auch, das Fallenstellen funktioniert ganz gut. Ich versuche es auch mal ein bisschen Absatz mit einem kleinen PVA-Säckchen. Und jetzt ging sie ab und ich dachte schon, oh, Karpfen, Karpfen. Es ist kein Karpfen, aber es ist eine richtig geile Schlei. Guckt mal, wie schön sie aussieht. Wunderbar, oder? Perfekter Fisch. Wunderschöne Fische, diese Schleien. So Leute, jetzt habe ich die Strategie mal komplett geändert. Komplett durchsichtiges Fluor, sehr kurzes Vorfach. Hier noch ein Gelenk, dass es direkt am Stein nach unten fällt mit ein bisschen Tangsten, ein Mini-Tangsten, damit der Haken sich ausrichtet und nur ein kleiner Sechser mit einem D-Rig. Hier mal ein bisschen speziell, sehr lang gebunden den Hals. Und ja, dicke Schleie. Schon übelst gepiept, weil
Wind immer so in die Schnur gegriffen hat. Hier sind richtig Böen drüber gefegt hier. Der Baum hat auch immer übelst laut geknackt. Er sagt wieder keinen Satzer. Das macht mich sehr glücklich, hier zu wissen, dass du schon hinten dran bist. Tisha, hast du hinter dir? Ja, da bin ich wieder zu tief. Yes. Etwas erhebt, sehr schön. Der sitzt so bomber. So Leute, hier ist mal ein Spiegler aus diesem Gewässer. Aus der Nacht. Ja. Super schöner Fisch, Marcel. Echt abgeliefert. Wunderschöne Farbe, schöne Form. Guckt euch den schönen Fisch an. Herrlich. Tschüss, Thomas. Also Marcel, wenn man dir eins hier immer lassen kann, du bist halt einfach auf den Fisch gekommen, ne? Du ja, hast sie einfach gesucht, gefunden und abgeliefert. Oder die sind zu mir gekommen. Da ist sie, wieder ein Fisch am Start. Einfach schwer. Er ist aufgewacht, ja. Alter, was ist denn mit dir? Jetzt ist er wirklich erst aufgewacht. Alter. Oh ja, der ist. Alter. Alter, er nimmt einfach nur. Er nimmt. Was soll ich machen? Alter, was ist mit dem? Kommt er mal hoch, ne? Nee, der will man nicht. Oh Mann, Marcel, krasse Nummer. Da hast du schon wieder eine Bombe dran. Ja, Mann. Und die Bremse macht die ganze Zeit nur. So Leute, ihr habt den Drill gerade ja gesehen. Hier mitten am Tage so Fische zu drillen ist einfach eh super geil. Wenn es da noch gute Fische sind, ist natürlich noch viel geiler. Und wenn es dann hier auch noch so eine Fische sind, also wirklich Brustflossen so groß wie mein Handteller, noch größer eher. Und dann sind das hier so eine geilen Fische. Du hast ist das geil, oder? Auf jeden Fall hart abgeliefert, ey. Das ist mega krass. Ist das ein geiler Fisch? Leute, jetzt geht's hier richtig ab. Marcel, der packt gerade seine Sachen und will losfahren. Und auf einmal das hier.
Jo, hi Leute, da bin ich nochmal zum Abschluss. Wie es immer ist, alles Schöne muss auch ein Ende haben. Auch damit man sich wieder auf nächstes Mal freut. Und so ist es jetzt auch hier für mich an der Zeit einzupacken. Ich wollte euch nochmal gern so ein paar Gedanken und sowas dalassen über diesen Angeltrip, weil für mich war es auch ein sehr besonderer Angeltrip, in dem ich unglaublich viel gelernt habe. Erst nochmal kurz so zur Situation. Also Marcel hat eingepackt und Thomas, die sind beide losgefahren. Ich habe selbst mich wieder mal noch entschieden. Ich bleibe noch 2 Nächte hier und habe mir überlegt, okay, entweder setze ich mich ins gemachte Nest auf Marcells Stelle, weiß dort, wie es funktioniert und fange einfach noch Fische. Aber eigentlich wollte ich es noch versuchen, hier nochmal einen Fisch rauszuzaubern. Wir haben hier richtig Seife gekaut und ja, an dieser Stelle kann man einfach nur sagen, Marcel, fetten Respekt. Er hat die Fische gesucht, gefunden, hat rausgefunden, wie man sie fängt. Wie gesagt, wir haben eine ordentliche Schelle kassiert. Ich bin noch nicht ganz sicher. Ich habe ein paar verschiedene Erkenntnisse aus dieser Sache. Erst einmal mit der Futterstrategie. Ich würde, glaube ich, für mich die Konsequenz daraus ziehen, mit Futter, also Futterplätzen anlegen, erstmal tendenziell in den Sommer hineinzugehen. Für mich war das jetzt relativ erfolglos. Und deshalb würde ich so Futtersachen erstmal wieder hinten anstellen, nach der Laichzeit mit sowas anfangen, weil man auch wieder hier gesehen hat, diese Fallenstrategie, die Marcel gefahren ist und die wir auch normalerweise sehr oft fahren mit wenig Futter, hat 1A funktioniert, er hat krasse Fische gefangen. Für mich ist es einfach undurchschaubar, weil wir haben mit 4 Routen in diesem Seeteil alles gemacht, was man konnte. Auf den Futterplätzen geangelt, abseits der Futterplätze geangelt. Wir haben kleine Pop-Ups versucht, wir haben alle möglichen Köder, Tigernüsse, Single-Hook-Baits, wir haben Wafter gefischt. Wir haben eigentlich alle Dinge versucht, lange Vorfächer, kurze Vorfächer. Ich kann es mir nicht vorstellen, irgendwas ist faul, denn ansonsten hätte man in 5 Nächten bzw. 4 Nächten mit 4 Routen und insgesamt 7 Nächten mit 2 Routen einfach mal einen Karpfen haken müssen. Und was ich jetzt noch probiert habe die letzten 2 Nächte, war halt Marcells Strategie quasi zu adaptieren und mir zu sagen, okay, ich gehe jetzt weg von den Futterplätzen und mache das genauso. Ich habe auch mit dieser Unterwassermaske quasi wirklich Futterplätze, Futterlöcher gesucht und diese auch gefunden. Und das war zum Beispiel ein großer Lerneffekt, zu sehen, wie diese Fraßstellen aussehen. Weil farblich haben die in diesem See keinen Unterschied gehabt, sondern es ist eher wie so ein Trichter, der erst bei ganz genauem Hinschauen bewusst wird. Und ich hatte jetzt wirklich die letzten 2 Nächte nochmal 2 solcher Stellen in ganz flachen Bereichen gesucht, genauso wie es Marcel gemacht hat, um zu gucken, ob das hier auch funktioniert. Habe die Routen wirklich 48 Stunden auch liegen lassen und alles in Ruhe gelassen, Ruhe auf dem See einkehren lassen, aber auch da kein Biss. Also ich bin hilflos und sprachlos in dieser Tour, aber wie man so schön sagt, so ist Angeln. Das Mal in unserem letzten Video habe ich dann den schönen Fisch gefangen am Ende. Marcel hat dieses Mal komplett abgeräumt. Herzlichen Glückwunsch, hat er einfach gut gemacht. Und wir haben hier die blanke Nummer kassiert. Damit kann ich leben. Es ist ja auch für mich ein krass besonderes Ereignis, überhaupt so den Fang eines solchen Fisches mitzuerleben. Also es ist nicht jeden Tag so ein Ausnahmefisch zu sehen mit diesen fantastischen Farben. Das ist genau der Fischtyp, den ich am meisten liebe und auch der Grund hierher zu kommen. Diese dunkle Färbung und diese weißen Bäuche und traumhaft geformte Fische, die einfach wunderschön sind. Von daher haben wir dieses Ziel erfüllt und hoffen, ihr habt einen tollen Film, den ihr euch hier gerade angeschaut habt, und wir hoffen, ihr hattet Spaß damit. Wir konnten immerhin was zeigen, nicht alle von uns, aber an dieser Stelle wollte ich nochmal auf eine Sache eingehen, nämlich wir bekommen oft auch auf Messen das Feedback von Leuten, die halt Angst haben und sagen, das sieht zu auffällig aus mit diesen Steinmontagen, diese großen Steine. Und ich finde, diese Tour hier hat nochmal eindeutig und ohne Zweifel belegt, dass mit Stein auch große Ausnahmefische, vorsichtige Fische, die erfahrensten Fische gefangen werden können und durch dieses Auslösen des Gewichts sogar mit Vorteilen. Wir haben die Erfahrung gemacht, auch gerade in diesem See, ein glasklarer See, 3 Meter Sichttiefe, also glasklar, es gibt sicherlich noch krassere Gewässer, aber ein klarer See, relativ low stock, große, scheue, erfahrene Fische unter sehr großem Angeldruck. Und wie ihr gesehen habt, hat Marcel mit den Steinmontagen hier einfach abgeräumt und den größten Fisch seines Lebens gefangen. Und er meinte sogar zu mir gestern, er kann sich gut vorstellen, dass er den ohne die Steinmontage nicht gefangen hätte. Und er auch beim Ablegen an diesen steilen Kanten überhaupt den Stein gut platzieren konnte, ohne dass er runterrollt, indem er einen flachen Stein nimmt. Also das hat das hier nochmal eindeutig für mich belegt und gezeigt,
Nein, Steinmontage ist niemals auffälliger als Bleimontage. Für mich heißt es jetzt einpacken. Ich hatte einen Heidenspaß. Es war toll, auch mit meinem alten Freund Thomas mal wieder hier zu sein, mit Marcel diese Action zu erleben. Und bei mir hat es dieses Mal nicht geklappt, aber wir kommen wieder und ich freue mich jetzt schon drauf. Also, bis bald zum nächsten Video. Euer Carsten. Ciao.